Ich bin fast da. Die Straße hier neu gemacht. Scheint so, ne? Dass sie den Fußgängerweg neu gepflastert haben. Ich weiß gar nicht mehr, was lag denn vorher hier. Die haben sie jedenfalls nicht so schön gemacht, finde ich, oder? Tja. Das ist einfach mal eine coole. So. Ich habe mit den Schuhen übrigens mal Strümpfe angezogen. Normalerweise ziehe ich ja nie Strümpfe an, aber ich habe Angst gehabt, dass ich da wunde Füße bekomme. Und bisher geht das ganz gut. Die einzige Druckstelle, die ich so gerade fühle, ist so am großen Zeh irgendwie. Meistens habe ich es hinten an den Haxen, dass ich dann so eine Blase kriege, aber zum Glück nicht. Dieses Mal. Ich werde jetzt, wie gesagt, auch nicht überall durchlaufen, sondern nur meine Bananen holen, wenn ich sie finde, die richtigen. Und dann wieder nach Hause. Kurz zum Strand gehen vorher. Der ist ja da unten gleich. Gucken wir mal, wie die Wellen sind. Und anschließend hole ich dann die Bananen. Ich glaube, die haben noch auf, ja. Schauen wir mal, wie die Wellen heute aussehen. Ui, es riecht nach Essen. So nach Döner riecht es.
So einen deutschen Döner mit Knoblauchsoße wäre nicht schlecht. Würde ich schon gerne jetzt essen. Dich immer drauf. Aber einen türkischen Döner hier mag ich nicht so gerne. Weiß ich nicht, mag die Soße nicht. So. Und mal hoffen, dass der Bazar gleich noch auf hat, weil es ist schon relativ spät heute. Aber zur Not. Mal gucken, haben die Bananen? Nee. Apfelsinen haben die ganz viele. Drinnen vielleicht, ne? Ja, drinnen haben die Bananen. Zur Not. Das ist ja auch eine echte Strandbar hier, ne? Stinkt aber nach Müll. Boah. Hier riecht es auch lecker. Nach Keksen. Ich habe heute Hunger. Ich weiß auch nicht wieso. Ich hatte vorhin ja auch schon Brot gegessen. Habe auch keinen Käse mehr. Den hole ich mir auch gleich wieder, den Scheiblettenkäse. Ja, was essen wir denn heute eigentlich? Schwierige Frage. Ich würde eigentlich einfach nur Brot essen wollen, aber Nudeln wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Hier ist wieder Sonne. Ja, diese Straßen sind echt kacke hier, ne? Hält auch keiner an, um dich mal durchzulassen oder so, ganz selten. So. Jetzt halte ich mich an. Einmal kurz gucken, wie die Wellen aussehen und wieder zurück. Schon ordentlich nach Strand. Ich muss auch bald mein Guthaben wieder aufladen. Ich habe nur noch eine Woche, glaube ich, dann muss ich da wieder hin, weil sonst kann ich nicht mehr telefonieren. Eine Woche habe ich noch. Na, die haben auch Western Union. Gut zu wissen. Mal wieder über die Straße. Ich könnte aber auch die Unterführung nehmen, aber ich glaube, das geht heute. Sieht nicht ganz so voll aus. Die warten auch. Ich habe grün, was aber nichts heißt. Jetzt haben die auch rot und ich kann rüber, obwohl hier immer noch rot ist. Gut, drüben sind wir einmal. Die Wellen sind auch akzeptabel heute. Mal gucken, wie die Strömung ist. Haben die rote Fahne draußen. Mal schauen. Sieht nicht so aus. Sieht alles gut aus, glaube ich. So sieht es heute am Strand aus.
Riecht schon wieder nach Sonnencreme. Und Salzwasser. Ganz schön voll noch, ne? Also es ist jetzt nicht gerade leer. Es ist Dienstagabend. So, 17:45 nehme ich mal an ungefähr. Ne, rote Fahne ist heute nicht. Doch, auf Halbmast ist sie da. Das weiß man aber nicht. Vielleicht haben die auch einfach nicht runtergenommen. Keine Ahnung, weil die Leute sind schon ganz schön tief drin. Vielleicht ist das auch nur so eine Werbereklame-Fahne, kann sein. Sind wir wieder hier. Gehen wir wieder zurück und zum Bazar. Letztes Jahr hatte ja jemand seine Brille hier liegen lassen und dann ist so ein Straßenhund gekommen und hat die Brille einfach mitgenommen. Erinnert ihr euch noch? Und dann hatte er auch den Schlüssel in der Schnauze. Den habe ich dann noch gesehen und den hat er fallen gelassen. Dann habe ich den ja der Frau gegeben, die dann nämlich gerade aus dem Wasser kam. Und hätte ich das nicht gesehen, hätte der Hund den Schlüssel einfach mitgenommen. Schon wieder heiß, Leute. Aber es geht eigentlich, aber es ist trotzdem heiß. Läuft alles runter. Ja, am Strand ist natürlich heiß, ne? So sieht's hier aus. Finde ich ganz hübsch mit den Pflanzen an der Bar. Und da kann man sich dann halt auch abduschen. Also hier die Füße und da hinten kann man, glaube ich, auch duschen. Weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Jetzt mal kein Wasser ist, ne? Gut zu wissen. So. Das war's. Mal wieder zurück. Hier ist gerade grün. Müssen wir warten.
Wunder, keine Autos. Die Kaffeetasse ist ja cool, ne? Hm. Oh, gleich wieder am Bazar. Außer Bananen werde ich aber auch nichts mitnehmen. Ich habe zwar auch keine Kartoffeln mehr, aber das ist ja viel zu schwer. So, sind wir wieder da. Da ist eine schöne weiße Katze. Schön. Die sieht ja richtig süß aus. Sag mal. Hey, Blumen, guck mal, ein seltenes Bild. Das sieht man echt selten, Blumen hier. Bazar. Guck mal, die Kinder. Deswegen sage ich ja. Ne? Bananen sehe ich nicht. Ich muss ich doch weiter reinlatschen. Porre 30 könnte man eigentlich auch mitnehmen mal. Muss ich aber alles hochschleppen. Seht ihr Bananen? Ich sehe nur die Grünen da, die will ja keiner. Und die sind schon wieder grenzwertig. Nee, diesmal mache ich das nicht. Schöne Bananen möchte ich bitte diesmal. Ich will hier auch nicht so weit rein. Da sind Bananen, okay. Was nehmen wir denn? Die weißen Weiß. Na, ich guck mal. So, das war's. Ich habe jetzt 2,5 Kilo Bananen, 27,50 das Kilo, 70 habe ich bezahlt. So.
Ja, ich guck noch mal, was ist vielleicht noch Bohnen. Aber nee, ich habe echt keinen Bock auf Bohnen im Moment. Das ist viel zu warm. Blumenkohl auch nicht wirklich. Könnte man Äpfel vielleicht. Ich habe aber noch. Ich will das nicht hochschleppen, wisst ihr? Das ist mir alles viel zu schwer. Meine Family kommt bald, dann können wir auch wieder essen. Bis dahin reicht das, was ich zu Hause habe. Ich guck mal, was es noch bei Bienen gibt. Können wir das alles mit dem Auto mal kaufen? So. Gut, dann war's das. Was ist denn die Rastkeller?